Menschen träumen von Unsterblichkeit. Es besteht eine tiefe Sehnsucht, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Besonders bei denjenigen, deren Heimat das Kino ist. Das vergängliche Spiel von Licht und Schatten. Ich fühl in dir das gleiche wilde Blut. Berlin ist die schönste Stadt der Welt. Wer nichts mehr zu beißen und nichts mehr anzuziehen hat, geht in einen Kinotop, sieht sich am Film satt, amüsiert sich im Dunkeln und vergisst die schlechten Zeiten. Am 3. Oktober 1918 ist klar, dass Deutschland den Weltkrieg verlieren wird. Am 3. Oktober riecht es auf den Straßen Berlins nach Bürgerkrieg. Und am 3. Oktober 1918 wird in Berlin ein Star geboren. Es ist Pola Negris Nacht. Sie spielt die Rolle der Ma mit höchster Intensität und einer animalischen Magie. Gegen ihre Präsenz kommen Emil Jannings und Harry Liedtke nicht an. Die männlichen Co-Stars bleiben hölzern. Eine Kritikerin schreibt, gegen Pola Negri wirken sie wie Kasperlepuppen. Das Publikum fühlt sich geradezu selbst geküsst. Es ist magisch verzaubert und liebt und ist begeistert. Die Premierenzuschauer spüren, dass es eine magische Nacht ist und sie sind Zeugen bei der Geburtsstunde eines ganz großen Stars. Charisma und Energie sowie eine körperlich unmittelbare Erotik, all das macht sie zur ersten Superfrau der Leinwand. Pola Negri ist eine jedermann verschlingende Femme fatale. Wer ihr verfällt, der verfällt ihr ganz, mit Haut und Haaren. Und das Ende ist stets ein schreckliches. Noch heute ist sie ein Postergirl, noch immer zieht sie Menschen in ihren Bann. Sie ist das It-Girl ihrer Zeit, bewundert, geliebt, verehrt. Traumgagen ist sie wert, 1,5 Millionen Mark für einen Film und das in den 1920er Jahren. Wie wurde sie zum Megastar? Sie hatte ja schon, bevor sie nach Berlin kam, 8 oder 9 polnische Filme gedreht. Aber die Berliner, die deutsche Filmindustrie, das war die, die damals den Ton angab in der Welt. Pola Negri wurde ja berühmt in einer Zeit, als kurz zuvor erst der Filmstar sozusagen erfunden wurde. Also Pola Negri war eine der ersten, die dort Einzug hielten. Und das Interessante war, sie hat das auch erkannt. Sie hat durchaus ein bisschen um sich herum einen gewissen Hype gemacht, wenn man das so sagen kann. Was man heute vielleicht gar nicht weiß, so dass auch damals schon es Boulevardpresse gab, die wurde natürlich dann von den Stars gefüttert oder vielmehr noch von den Filmgesellschaften. Und die Gesellschaften, für die Pola Negri arbeitete, hatten natürlich das Starpotenzial von ihr erkannt. Kommt das Glück nicht heute, dann kommt es morgen. Die Kamera hat sie geliebt. Wir brauchten keine Worte, wir hatten unsere Gesichter. Wir brauchten gar nicht so viel, das ist alles viel zu viel. Ich mochte das Extreme dieses Lebens, das Auf und Ab. Das Leben liest sich selbst wie ein Buch, wie ein Roman. Pola Negri kommt als Barbara Apollonia Schaupiez zur Welt. Ihr Geburtsdatum, ihr Alter bleibt ihr Geheimnis. Geboren wird sie in Lipno, einer kleinen Stadt, die nach 3 Teilungen Polens zum russischen Kaiserreich gehört, gelegen etwa auf halber Strecke zwischen Bydgoszcz, Bromberg und Warschau. Mittlerweile darf man hier stolz sein auf die berühmte Tochter der Stadt. Znajdujemy się na bulwarze Poli Negri w Lipnie, które powstały w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w 2005 roku, kiedy mieszkańcy miasta postanowili reaktywować pamięć po wielkiej aktorce Poli Negri, która się tutaj urodziła.
Ihr Geburtshaus steht nicht mehr, aber es gibt Erinnerungsorte an Sie und Ihre Familie. So krönt den Rathausturm noch immer eine Arbeit Ihres Vaters. Er war Blechschmied, ein Migrant aus der Slowakei. Sie selbst beschreibt ihn als Zigeuner mit einem Künstlerherz. Pola Negri, nicht mehr Kind und noch nicht Frau. Ihren Künstlernachnamen leiht sie sich von der italienischen Lyrikerin Ada Negri. Wydaje się, że to, że była tą gwiazdą globalną, fundamentem były te tradycje i wychowanie polskie, po polsku, lipnowskie, warszawskie. I wydaje się, że to było też jej siłą. To jej dało tę siłę. Często odwoływała się we wspomnieniach, czy w pamiętniku, czy w rozmowach do tego czasu dzieciństwa spędzonego właśnie tutaj, bo tutaj trzeba było być silnym. Sie hatte eine Begleiterin aus Polen mitgebracht. Es gab immer eine Mini-Entourage von polnischstämmigen Künstlern, Regisseuren. Ihre Mutter sicher, die war sehr, sehr wichtig. Ich meine, das ist ihre Muttersprache gewesen. Und ich glaube, alleine diese Sprache sprechen zu können mit Menschen, das ist ja eine Nähe, die man überhaupt nicht unterschätzen kann. Die beiden Seiten, die sie hatte. Einerseits der glamouröse Star, aber andererseits die bodenständige Frau, die eben aus Polen stammte, aus kleinen Verhältnissen dort. Und ich glaube, sie hielt gern fest an dieser Herkunft, das gehörte ganz persönlich zu ihr. Das war nicht das, was nach außen getragen wurde, sondern das, was sie innen mit sich trug. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno. Der Filmkritiker Willi Haas schreibt über sie. Pola Negri ist keine makellos reine Schönheit. Sie hat ein gutes Gesicht. Die breiten, einfachen Flächen der Gesichtshaut über die vorspringenden slawischen Backenknochen gespannt. Der kleine Mund etwas aufgerissen, sparsam, fast ohne Lippen. Ein winziger, tierhaft vieldeutiger Halbkreis, halb offen über den Zähnen. Eine zeitgenössische Filmkritik. Das blitzschnelle Umschlagen des slawischen Charakters konnte sie, die mit 8 Jahren als Ballettratte in Warschau begonnen hatte, in Bewegung und Mimik ausdrücken. Ihr Reiz ist zigeunerischer, theatralischer, katzenhafter als der jeder anderen Diva. Ihre Filmfigur Ma verweigert sich dem Integrationsunterricht und ganz genau so lässt sich auch Pola Negri nicht domestizieren. Im Gegenteil, sie fühlt sich wohl in ihrer Rolle der Verkörperung slawischer Unergründlichkeit und Erotik. So bildet sie den Gegenpol zu den sonst üblichen mütterlich deutschen Frauenfiguren auf der Leinwand. Es war nicht so, dass sie sich als Weltbürgerin betrachtete, sondern sie hat sich schon gesehen als eine polnische Migrantin in anderen Ländern. Das erzählt zum Beispiel in ihren Erinnerungen die Vera Kallmann, als sie eben ungarischer Herkunft, die Pola Negri polnischer Herkunft kennenlernte. Da hat Pola Negri zu ihr gesagt, wir sind beide Migrantinnen, wir müssen zusammenhalten. Was bedeutet es, ein Migrant, eine Migrantin zu sein? Dieses seltsame Paradox, sehr schnell überall zu Hause sein zu können und aber irgendwo immer fremd zu bleiben oder nicht zugehörig. Fremd ist vielleicht zu stark. Diese seltsame Kombination aus, ich bin sehr, sehr stolz darauf, Polin zu sein. Das hat sie ja immer wieder auch sehr stark gemacht. Aber ich fahre gar nicht oder ganz selten zurück in mein Herkunftsland. Das ist bis heute ein Rätsel. Polas Gesicht ist ein ganz besonderes. Da ist die Spur, in Anführungszeichen, da ist die Spur des Göttlichen drin, irgendwo ist da ein Funke drin. Schwer zu erklären. Hatte eine ganz, ein Gesicht, das ganz, ganz viel erzählen konnte, ohne sich kaum zu regen. Mit dem Nichts hat hier ganz viel erzählen können.
Wenn man sie länger als 2 Minuten anblickt, schmeckt das Mittagsbrot nicht. Sieht man sie 3 Minuten an, legt man ihr zu Füßen. Die Berliner UFA produziert mit Lubitsch den größten Film aller Zeiten. Dass Deutschland gerade den Krieg verloren hat, stört dabei nicht im geringsten. Premiere ist in den ersten Nachkriegswochen, als ganz Deutschland friert und hungert. Pola Negri spielt mit ihrer großen Präsenz die Titelrolle. Sie ist Madame du Barry. Erzählt wird eine fiktive Geschichte des letzten Königs von Frankreich. Der Film setzt Maßstäbe. Eine damals unglaubliche Zahl von 250 Statisten sind im Einsatz und der Film dauert 2,5 Stunden. Dies zu einer Zeit, als normale Filme allerhöchstens eine knappe Stunde wären. Pola Negri spielt bezaubernd und in ihren dramatischen Szenen durchaus glaubhaft. Sie platzt schier vor Leidenschaft. Madame du Barry war ihr ganz großer Wurf natürlich. Der von ihr und von Lubitsch, das war sozusagen das Ticket nach Amerika. Da hat sie eine Mätresse gespielt. Die Mätresse von Ludwig dem 14. Und es gibt diese sehr berühmte Szene, da stiehlt sie dem König einen Brief oder irgendeine Nachricht aus. Sie versteckt es in ihrem Dekolleté und er muss es hervorholen. Und das war, glaube ich, so eine Schlüsselszene. So, weil das eigentlich die Grenze des Obszönen überschritten hat, aber sie hat es so gespielt, dass das immer noch total elegant war. Der Film hat Erfolg, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. In einer Zeit, als die Deutschen verfemt sind, wird Pola Negri als Polin gefeiert. Sie ist nun endgültig ein internationaler Star. Der Sprung von diesem armen Mädchen bis zu einem Star in Berlin, der war viel größer als der Sprung von Berlin dann nach Hollywood. Sie war, wie gesagt, in kleinen Verhältnissen aufgewachsen, aber sie war auch sehr ehrgeizig. Und sie wollte mehr. Und sie wusste, dass sie es erreichen kann und es ist ihr dann gelungen. Sie war besessen von Schauspielerei und glaubte auch, dass sie das kann und hat es bewiesen, dass sie es kann. Pola Negri ist der erste Star, den Hollywood aus Europa importiert. Die Menschen gehen ins Kino, weil sie Pola Negri sehen wollen. Ihr Name erscheint noch vor dem Titel. Zu ihren interessantesten amerikanischen Filmen gehört Hotel Imperial. Hier agiert sie zurückhaltend und konzentriert sich auf einen fast stillen, intensiven Blick. Sie verzichtet auf ausladende Gesten und spielt in seltener Eindringlichkeit ein Dienstmädchen, das sich in den fremden Kriegsgegner verliebt. Sonst wird sie in den USA so besetzt wie schon in Deutschland. Sie ist die aufreizende, extravagante und häufig gewissenlose Verführerin oder Kokotte. Doch sie verliert etwas, das ihre Berliner Uferfilme auszeichnet. Ihre animalische, wilde Erotik. Den Männern ist sie nicht mehr Schicksal, sondern nur noch Verhängnis. Pola führt das öffentliche Bilderbuchleben eines Hollywood-Stars. Heiratet echte polnische Grafen und falsche russische Prinzen und liebt ausschweifend und verschwenderisch. Bernhard Shaw, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Albert Einstein. Ein Leben, als wäre es ein Film von Erich von Stroheim. Jako kobieta była bardzo nowoczesna, że to właśnie ona zaczęła pierwsza malować paznokcie, że ona zaczęła nosić botki na obcasach i sandały z odkrytymi stopami. Ona kreowała modę w tamtych czasach, ona nadawała ton, styl, szyk. To kobiety chciały ją naśladować, kobiety na całym świecie. Jej styl uczesania, jej suknie, wiemy, że była ikoną mody w tamtych czasach. Das waren die Requisiten, also das Schloss, die Pelze, die Juwelen, auch die Männer. Das waren die Requisiten ihres Films, ihres privaten, ihres Lebens, so. Die sie aber, glaube ich, sehr gut genießen konnte. Also am Ende hatte sie nichts mehr und ich glaube, auch das war nicht dramatisch für sie. Dann war sie eben nicht mehr da, so.
Sie kannte die beiden Extreme. Sie kannte extreme Armut und sie kannte extremen Reichtum. Und das finde ich durchaus spannend, dass sie mit diesen beiden Extremen gut zurechtkam. So. Also Verlust, ich glaube, sie konnte gut mit Verlust umgehen. Sie war auch geübt darin. 1926 stirbt der Frauenschwarm Rudolf Valentino. Pola Negri inszeniert sich bei seiner Beerdigung als Ehefrau und bricht in einer monumental tragischen Geste über dem Sarg zusammen. Das ist sogar für die Fans zu viel des Guten, die sonst für Theatralik empfänglich sind. Und hier ist ihre amerikanische Karriere im Grunde beendet. Sie unternimmt noch zaghafte Versuche im Tonfilm und dann ist endgültig Schluss für sie in Hollywood. Am Anfang hörte sie sich wirklich nicht gut an, aber das war dann später natürlich ganz anders. Es war so, dass damals natürlich die ganze Tontechnik noch in den im Anfangsstadium steckte. Und später dann, als sie tatsächlich Mitte der 30er Jahre ihre Karriere im Tonfilm in Deutschland fortsetzen konnte, da war auch die Tontechnik weitergeschritten. Und dann hatten diese Schauspieler auch keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit lag darin, dass es da so ein gewisses Loch dazwischen gab. Und das zu überbrücken, tüchtig zu sein, fleißig zu sein, sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, ja, meine Zeit ist abgelaufen, ich mache nichts mehr, sondern am Ball zu bleiben beruflich, das war wichtig. Und diesen Ehrgeiz hat Pola Negri gehabt. Und darum war ihr Comeback dann auch möglich. In Amerika gibt es keine Engagements. So geht sie 1934 zurück nach Deutschland und durchbricht damit den Boykott internationaler Künstler, die sich weigern, unter den Nationalsozialisten zu arbeiten. Goebbels mäkelt über die polnische Jüdin und will sie ausweisen. Doch Adolf Hitler ist von Beginn an ein begeisterter Fan. Der Führer selbst entscheidet. Pola Negri ist arischer Abstammung. Eine Drehgenehmigung von allerhöchster Stelle. Hat Hitler ihre Rückkehr nach Deutschland verantwortet? Dazu sagt sie später, warum nicht? Schließlich hat es viele wichtige Männer in meinem Leben gegeben. In diesem Koffer liegen meine Papiere. Sie beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Pola Negris Stimme ist absolut tauglich für den Tonfilm. Sie hat hart an sich gearbeitet und bewältigt Dialogpassagen genauso souverän wie die stumme Aktion. Auch ihr Spiel hat sie weiterentwickelt. Das begnadete Ausnahmetalent mit dem Willen und der Energie für harte Arbeit ist nicht nur zurück, sondern sie beherrscht auch wieder die Leinwand. Nur eine Stunde. Sie überzeugt auch in den Gesangspassagen. Einzig bei hohen Gesangslagen wird ihre Stimme gedoubelt. Pola Negri gibt alles in diesem Film. Es ist ihre Chance für ein Comeback. Ihre einzige. Und sie will Hollywood beweisen, dass sie Tonfilm doch kann, dass sie es überhaupt kann, dass ihr Unrecht geschah. Sie selbst bezeichnet Szenen dieses Films als die wohl höchste Form der Schauspielkunst, die man auf der Leinwand jemals habe sehen können. In ganz Europa ist der Film erfolgreich. Und das passiert selten. Nicht nur das Publikum liebt den Film, auch das Feuilleton sieht in ihm ein wegweisendes Meisterwerk. Preimanns Filmlisten, die Mutter aller Filmkritik, lobt die raffinierte Regie mit beachtlichem Niveau und Pola Negri, die Tonfilm-Novizin, wird begeistert gefeiert. Ganz groß, ergreifend, eine einprägsame Einzelleistung. Alle sind begeistert, jedoch moralisch ist der Film ein Desaster. Vordergründig transportiert die Story ein unpolitisches Moraldrama. Tatsächlich aber ist es unterschwellige Propaganda vom Allerfeinsten. Die Staatsmacht wird geschickt in Szene gesetzt. Schlüssig geworden, einen Gnadengesuch der Angeklagten befürworten zu wollen. Denn in dem Teil der Hauptverhandlung...
Die Justiz ist gütig, nachsichtig, beinahe schon väterlich liebevoll. Tatsächlich jedoch sieht es im Jahr 3 der Hitlerherrschaft ganz anders aus. Pola Negri selbst beschreibt es in ihren Memoiren. Und so hilft sie dabei mit, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verschleiern. Sie ist ja durchaus zwielichtig so in manchen Momenten ihres Lebens. Und diese Rückkehr nach NS-Deutschland, die ist Fakt und die kann man auch nicht schwer schönreden. So. To absolutnie tutaj nie możemy Poli za to winić. Pola chciała jak najlepiej, przede wszystkim chciała grać. Scenariusze absolutnie nie jeszcze w takim stopniu nie ingerowały cenzura w scenariusze filmowe. Zresztą Pola była też znana z tego powodu, że jakiekolwiek ruchy, manipulacje i podkładanie się i tak dalej mogą ją zrazić i tego Niemcy chcieli uniknąć, bo dla nich była wielką gwiazdą. Bei Kriegsausbruch geht sie wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Aber Publikum und Filmbusiness verzeihen ihren Einsatz in Nazi-Deutschland nicht. Die zweifache Schlossbesitzerin und Multimillionärin ist fast völlig pleite und strandet mit einem abgelaufenen Visum auf Ellis Island. Sie ist ganz tief gefallen und ich glaube, dass ihr dieser Fall nur begrenzt was ausgemacht hat. Das lag an ihrem Verhältnis zu Geld. Und ich glaube, Geld hat ihr im allerbesten Sinne wenig bedeutet. Die Währung ihres Lebens, das war das Schauspielen. Das war noch nicht mal der Ruhm, glaube ich, und auch noch nicht mal das Geld schon gar nicht. So, das war das Spielen können, so um jeden Preis. Und dafür hat sie wirklich alles gegeben, aber das war kein Mittel zum Zweck. So, alles andere war immer nachgeordnet. Privates, Geld, Herkunft, was auch immer. So. Also spielen, spielen, spielen. Das, darum ging's. Sie hatte die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen, auch an tiefsten Punkten ihres Lebens. Sie hatte die Kunst, sich neu zu erfinden, die Gabe, sich neu zu erfinden, konnte ihre Identität durchaus ablegen, wie ein Kostüm. Sie ist Immobilienmaklerin geworden, ne? Am Ende ihres Lebens. Arthur Brauner, der große Filmproduzent im westlichen Berlin, will sie 1959 noch einmal auf die Leinwand holen. Er bietet ihr die Hauptrolle in einem deutschen Film an. Ona przyjechała do Menachem. Ona się nie dostawała pracy w tym. Ona myślała, że w Niemczech ten filmowy film egzystuje i pieniążki są. Ona dostanie lekko oferty, że ona jeszcze jest Pola Negri, światowe nazwisko. Będę nic się więcej nie udało z tym. Ale ona jeszcze była ambitna, ona jeszcze chciała grać. Ja nie miałem żadnej roli dla niej. Oprócz tego myśmy się wszyscy bali jej. Dlaczego? Myśmy się bali jej, bo ona miała w tym... W Ameryce jeszcze były sławne te filmy, które ja nakręciłem, miały olbrzymie powodzenie. Ja? No, potem ona musiała... Nie wiem, czy ona wyszła za mąż, czy nie. Tego nie wiem więcej, bo ona wyjechała. Ona odjechała i więcej nie słyszeliśmy nic o niej. Am 1. August 1987 stirbt Pola Negri an einer Lungenentzündung. Meilenweit entfernt von ihrer geliebten Heimat Polen ruht sie nun in geweihter polnischer Erde im fernen Texas. Die große Künstlerin und Selbstdarstellerin hat ein Stück Unsterblichkeit erreicht, weit hinaus über den Kinosaal von Lipno, der Stadt ihrer Geburt.